doch bitte mit, ja. Flieg mit mir heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like da, macht die 1000 Likes voll, wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Openings. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Also lasst gerne ein Like da, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht. Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war in FIFA 21. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt. Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen saftigen Spieler am Start hatte. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün. Die Camouflagefarben, Kissen, Tasten, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Gönnt euch. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf. Wäre sehr, sehr nice. Und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute. Till, sag ich schon. Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Gerne reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Hört auf Dauerschleife. Tag und Nacht. Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab. Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200. Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet. Ich sag's euch, ja. Checkt's aus, Leute. Checkt die Alben aus, ja. Album ist online. Songs sind online. Spotify. Link ist in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Leute, wir kommen zum 5x85er Pack. Ich hoffe, es wird saftig. Schreibt gerne rein, was ihr aus eurem gezogen habt. Ich bin gespannt, wie in Weltlagen. Leute, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe doch, dass ihr täglich dabei seid. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, Leute. Checkt den Nice Shop aus. Gönnt euch. Nein, orange, blau, rot, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es dazu. Gönnt euch die Nice Designs für doppeltes Packlack. Ja? Direkt doppeltes Packlack mit einem Nice Hoodie. Ich hoffe doch bei uns jetzt auch, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Bitte macht kein Auge. Jetzt 5x85er. Ganz easy, Digga. 5x85. Auf. Locker, lässig. Team of the Season heißt noch lange nichts. Kann 85er werden. Spanien. Rechter Verteidiger Jesus Navas. Nice. Schmeckt. 91. Schmeckt richtig. Denn da kann auch der eine oder andere Team of the Season dahinter sein. Und es kann auch noch der eine oder andere High-Rated Goldspieler dahinter sein. Also muss ich sagen, nice. Ich habe kurz gedacht, ja, Llorente 89 wäre auch gut. Aber Navas, Digga. Navas nehmen wir mit. Natürlich direkt noch ein Ticken besser, der Jesus. Der Jesus Navas. Wir gucken mal 3, 2, 1. Let's go, was dahinter ist. Come on. Gönn was, gönn was, gönn was, gönn was. Let's go, Digga. 2x90er plus Hots. Okay, 2,85er. Aber ich sag so, 2,85er akzeptiere ich. Geiler ist natürlich, wenn nur 1,85er dabei ist. Aber ich akzeptiere es auch, wenn 2,85er drin sind, wenn dafür dann 2,90er drin sind und noch ein 7,80er trotz 3 Hots in einem Pack. Kann man machen, Digga. Sehr, sehr nice. Gutes Pack. Sehr, sehr gutes Pack. Wenn die immer so aussehen würden, dann kann man es machen, Digga. Dann lohnt sich wirklich. Aber die sehen nicht immer so aus. Aber ich bin zufrieden. Nehmen wir alles das Pack, was safe wieder enttäuschen wird. Wir gucken mal. 3, 2, 1. Let's go. Safe wieder Enttäuschung pur. Ich weiß jetzt schon wieder. Ey. Wird wieder eine absolute Enttäuschung. Come on. Es wird Italien ZM. Oh mein Gott, Verratti, Digga. 86er Verratti. Korrekt. Digga, 86er Verratti. Was will man mehr? 64 Tempo. Korrekt. Richtig korrekt, Digga. Ich habe gerade davon gesprochen, dass 585er das schlechteste Pack überhaupt darstellen würden. Jetzt haben wir ein 86er. Das heißt, wir könnten das zweitschlechteste Pack aufstellen. Ein 86er und 485er. Und dann noch Verratti, einer der schwächeren 86er. So ein Varan 86 kann man ja noch mit arbeiten. Aber mit Verratti, Digga, wer spielt Verratti, Digga? Wir haben, glaube ich, gefühlt in 5 Jahren Ultimate Team, 6 Jahren Ultimate Team, nie einen mit Verratti spielen sehen, Alter. Ohne Scheiß. Der ist halt immer zu langsam eigentlich. Er hat halt immer nur 60 Tempo, ne? Digga. Ganz komischer Spieler irgendwie, Verratti. In echt, ich weiß gar nicht. Ist auch lange Palette jetzt gewesen, ne? Ist auch mal ein Higher Rating, glaube ich, ne? Ich glaube, der war sogar mal auf 87, 88, 89, irgendwie sowas, Alter. Verratti war mal richtig High Rated. Jetzt immer noch 86, aber hält sich, Alter. Hält sich seit Jahren als Walkout. Ich weiß ehrlich gesagt, wenn ich den jetzt hier gerade sehe. Ja, man hat das letzte Mal gespielt bei PSG. Ich habe keine Ahnung, ey. Der ist, glaube ich, gefühlt. Der ist gefühlt seit ein, zwei Jahren verletzt. Ich verfolge jetzt nicht jedes PSG-Spiel, ne? Aber hab den gefühlt seit ein, zwei Jahren nicht mehr spielen sehen. Champions League und so. Oh, gut. Wir gucken mal, was da dahinter ist. Werden wahrscheinlich 4,85er dahinter sein. Yep. Korrekt, Digga. Depay, der Stammgast. Ihr kennt ihn doch, Digga. Depay ist immer am Start. Wenn man sich auf einen Spieler in den Packs verlassen kann, dann ist es Memphis. Depay, Koke, Gnabry sind auch oft am Start. Thiago, ja, kriegt man auch des Öfteren, nicht ganz so oft. Also Depay ist schon Nummer 1, Alter. Depay ist Nummer 1, der ist noch immer der Letzte. Ich weiß nicht warum, der ist immer ganz hinten.
ich weiß nicht, woran das, warum, woran wird das festgemacht? Wer hier nach vorne sortiert würde, nach hinten. Depay ist immer hinten, Alter. Letzter Platz wie im Bus, Alter. Immer die coolen, Alter. Depay ganz hinten, Alter. So muss das sein. Zweitschlechtes Pack. Ganz, ganz easy. Kurz das zweitschlechteste Pack rausgehauen, was man überhaupt ziehen kann. 86er. Verratti 485er. Ey, diese Packs, ey, sind teilweise echt, muss ich ganz ehrlich sagen, krass, 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 krass enttäuschend. Wirklich krass enttäuschend. So, 82er Pack, 82er, 85er Pack. Wie kam ich auf die 82? Zwei Spieler sind drin. 2x85 oder höher. Kann einiges bedeuten. Kann einiges sehr, sehr Gutes bedeuten. Einiges sehr, sehr Schlechtes. Es wird Argentinien-Stürmer Manchester City, Aguero. Oh, die Messi ist aber auch rechter Flügel wieder von daher. Aber ey, Digga, bin für 2x85 plus 89er Aguero? Das kann man machen. Bin ich mir zufrieden? Wirklich vollkommen zufrieden, Alter. Ohne Scheiß. Geht verdammt nochmal in Ordnung. 89er Aguero ist nice. Wird wahrscheinlich im nächsten Jahr ein Upgrade kriegen, ein Downgrade kriegen. Wahrscheinlich auf 87 oder so, weil er diese Saison wieder lange verletzt war. Schau mal, könnte noch ein High-Rated Walkout dahinter sein. Oh mein Gott, Merz. Oh Mann, Alter, come on. Modi, dein Ernst? Da hat man Aguero und dann kommt Merz. Digga, wenigstens noch irgendwie ein zweiter Walkout oder so. Nein, leider gar nicht. Schade, aber ich bin zufrieden. Aguero geht klar. Kann man machen. 3, 2, 1, let's go. Wir haben nichts mit dem Pack zu tun. Ehrenstift, Digga. Der Ehrenstift öffnet das Pack und bringt uns was Blaues, Digga. Bringt uns was Blaues, Brasilien. ZIV. Wer ist es? Chelsea? Thiago Silva? Digi. Ja, der hat 85, Digga. Der ist eine Champions League-Karte, Digga. Ich dachte, es wird ein Team of Dir. Ich dachte, es wird ein Team of Dir, Digga. Willst du mich verarschen? 85er, Thiago Silva. Ey, du kannst mir doch nicht ernst haben. Ein 85er Spieler. Du kannst mir doch nicht einen 85er Spieler vorne drauf geben. Da wird wahrscheinlich jetzt noch was Besseres drin sein. Das ist, weil es halt eine Special-Karte ist, kommt der vorne als Walkout raus. Aber du kannst mir doch nicht eine 85er Karte. Digga. Ich dachte kurzzeitig, hat Thiago Silva eine Team of the Year Dingskarte, Erwähnungskarte. Ich hab mir gedacht, kann nicht sein. Warum? Warum sollte er eine haben? Boah, Digga. Ich könnte heulen, Digga. Aber da wird wahrscheinlich jetzt noch ein höherer Walkout drin sein. Wenn das jetzt der beste Spieler ist, dann haben wir den Super-Go. 585er. Da wird, die Chance ist eigentlich, sagen wir mal, zu 99% wird da wahrscheinlich noch ein höherer Walkout drin sein. Wenn nicht, wäre halt schon sehr, sehr traurig. Aber es wird halt keine höhere Special-Karte drin sein, nur normale Karten. Oh Mann, Digga, ey, das ist wirklich. Aber ein Thiago Silva, ey, da hätte mir hier wirklich jeden anderen, der da drin ist, lieber geben können. Wir gucken mal, 3, 2, 1, let's go. Hätte, okay, wegen der blauen Animation kurz gedacht. Digi. Soll ich verarschen? Das war's wieder. Das war's, Digga. Das ist der Super-Go. Das ist der Super-Go. 585er Spieler, ey. Ich könnte heulen, Digga. Thiago Silva ist sogar nur der zweite Spieler. Der beste ist vom Ding her Luis Alberto. Warum hat der einen 85er? Warum ist das ein Walkout? Keine Ahnung. Digga, was ist das? Was soll sowas? Was soll denn sowas? Das ist das Schlechteste. Digi, was man machen kann. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Es gibt kein schlechteres Pack als dieses. Lukaku, Insigne,